Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 4 in der Gold Edition. Jetzt steht Tutorial 11 an, wir haben es fast mit allen Tutorials geschafft. In dieser Mission sollen Sie weitgehend selbstständig das bisher Gelernte anwenden. Ja, ist sozusagen eine Prüfung, bevor wir dann in Tutorial 12 nochmal eine letzte Kleinigkeit lernen. Willkommen zum 11. Tutorial. In dieser Mission sollten Sie das bisher Gelernte unter Aufsicht anwenden. Erstellen Sie eine Bauwirtschaft. Holzfäller, Sägewerk, Förster und Steinmetz. So, Holzfäller. Wo können wir dann am besten erstmal Holzfäller hinstellen? Ich würde sagen, am sinnvollsten ist es hier. Zack. Dazu dann hier ein Förster. Ein Sägewerk. Kann man hier ein bisschen so an die Seite stellen. Natürlich Steinmetz, klar. Machen wir mal hier so hin. So. So, kann ich jetzt hier eben kurz was einstellen? Ja. Stellen wir das so wieder ein. So. Unsere Soldaten haben wir ja auch schon mal ein paar. So, wir werden mal eben schnell hier uns ein paar Geologen schnappen schon mal. Und was ich auf jeden Fall auch noch gerne machen werde, ist das hier. 5 mehr Bauarbeiter. Und ich brauche eigentlich auch noch ein bisschen mehr. So. Ein paar mehr Siedler. Sonst dauert das so lange mit den ganzen Rumgeschleppe von den Rohstoffen. So, meine Geologen gehen schon mal rüber. Das ist ganz schön lange her, dass ich das 11. Tutorial das letzte Mal gemacht habe. Tatsächlich ist es, glaube ich, das, welches am allerweitesten zurückliegt. Die anderen habe ich immer mal wieder gerne wiederholt, aber das 11., keine Ahnung, das war mir ein bisschen zu zeitaufwendig. Weil es ja im Grunde eine volle Mission beinhaltet. Ah, nein, eigentlich kann ich noch einen zweiten Holzfäller bauen. So. Macht man normalerweise. Normalerweise macht man zwei Holzfäller, ein Sägewerk, einen Förster. So im Verhältnis. Das kann man dann später noch ein bisschen weiter ausbauen. Und normalerweise würde ich auch noch einen zweiten Steinmetz bauen, aber... Ha. Das könnte jetzt zeitlich ganz schön was kosten dann, ne? Wenn ich so viel auf einmal baue. Ich warte erstmal, bis das mittlere Wohnhaus fertig ist, damit ich noch mehr Siedler habe, die damit helfen können beim Schleppen. Ah, obwohl... Sind ja noch nicht alle unterwegs. Dann kann ich, glaube ich, tatsächlich nochmal hier was bauen. So, hier, das meine ich. Ich stelle mir jetzt hier den Einsatzbereich des Holzfällers ein. Dann passt das so perfekt. Dann baut er möglichst alle Bäume ab, die momentan schon existieren. Unsere Bauarbeiter sind dort schon mal am Arbeiten. Ich glaube, ich brauche nochmal 5 Planierer. Das Planieren dort sonst so extrem lang auch. Aha, der Förster ist auch schon mal fertig. Das ist wunderbar. Dessen Arbeitsbereich setze ich auch hier in die Nähe des Arbeitsbereiches des Holzfällers. Dann macht es am meisten Sinn, meiner Meinung nach. Ah, die Geologen sind fleißig dabei. Sachen zu finden. Das ist gut. Und hier sieht man, jeder, der sofort hier zum Planierer wird, geht direkt auch nochmal los. Das heißt, wir hatten wirklich einen Mangel an Planierern und dementsprechend haben wir uns alles ein bisschen künstlich verlangsamt. Das sollte nun etwas besser laufen. Vermute ich jetzt gerade mal so. Aber wenn wir hier sehen, sind fast gar keine Siedler stehen, sind frei rum, dann sieht es am besten aus, finde ich, meiner Meinung nach. Rohstoffe haben wir hier sowieso noch in größeren Mengen zur Verfügung. Holz und Stein, da brauchen wir auch momentan jetzt kein Holz und Stein aus der Bauwirtschaft in die Lager stecken. Zumindest bis ich das hier alles ein bisschen reduziert habe. Sonst wird nämlich alles hier einfach nur direkt in das Lager geschleppt und das Lager ist schon halb voll, bevor überhaupt irgendwie etwas von den Gebäuden kommt.
Aha, unser Wohnhaus ist fertig. Das ist wunderbar. Hier kommen jetzt nochmal 25 neue Siedler raus aus dem mittleren Wohnhaus. Das ist halt ziemlich praktisch, damit die Träger uns nicht ausgehen und hier alles in einer blühenden Wirtschaft permanent in Bewegung bleibt. Ja, das ist mir ziemlich wichtig, dass nicht auf einmal irgendwann alles hier stehen bleibt. So, der Sägewerk hast auch auf dem Weg. Wie heißen die Dinger? Die Leute denn überhaupt? Keine Ahnung. Sägewerker. Zweite Holzfällerhütte ist im Bau. Ja, das läuft alles. Das läuft. Hier kann man Statistiken sich auch angucken, so im Vergleich von sich und dem Gegner. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Bauen Sie jetzt bitte die Nahrungsmittelproduktion auf. Denken Sie daran, dass Sie dafür zusätzliche Siedler benötigen. Tja, das haben wir schon gemacht. Wir brauchen aber ein bisschen Platz für eine Nahrungsmittelproduktion, meiner Meinung nach. Bauen wir mal uns in alle Richtungen ein bisschen aus mit unseren, mit ein paar Türmchen. So. Jetzt mache ich das so, noch Folgendes. Ich schicke schon mal zu jedem der Türme direkt einen Schwertkämpfer hin. Das heißt, sobald der Turm fertiggestellt ist, wird er auch sofort besetzt werden. Das ist meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig, weil das auch wieder später Zeit einspart. So, aber wir können ja schon mal gucken, was wir denn auf, schon mal aus der Nahrungsmittelproduktion machen können. Getreidefarm. Ja, kann man hier irgendwo eine effiziente Getreidefarm hinstellen. Ich glaube, hier könnte man eine hinstellen. Ist eine Menge zu planieren, aber okay. Dann wird nämlich hier das Getreidefeld platziert werden. Wasserwerk. Wasserwerk können wir tatsächlich schon mal machen. Hier so hin. Das wird dann hier Wasser holen. Fischerhütte. Gibt es hier im Wasser Fische? Hier gibt es Fische, gut. Arbeitsbereich auf den Fischbereich, so. Noch... Ja, Schafzucht, Mühle, Bäckerei und Fischerhütte. Wir bräuchten also erst noch eine zweite Getreidefarm. Ah, komm, mach mal hier noch eine hin, so. So, jetzt ist tatsächlich ein ganzer Teil bei mir in der Siedlung einfach unterwegs und überall ist irgendwas zugange. Und meiner Meinung nach ist das tatsächlich die effizienteste Variante, wie man eine Siedlung aufbaut. So, wir haben jetzt unseren Steinmetz schon mal hier noch mehr Steine direkt freigeschaufelt mit dem Turmbau. Was natürlich auch wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man auch für den Steinmetz immer genug Ressourcennachschub hat. Hier der Turm ist auch gleich fertiggestellt, wunderbar. Auch alles voller Bäume, verdammt. Von dem sollte man den Arbeitsbereich ein bisschen anpassen, so hier so hin. Okay, dann fangen wir jetzt schon mal an. Hier haben wir die beiden Getreidefarben, das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ziemlich sinnvoll wäre, vielleicht hier die Schafzucht hinzubauen. Die Mühle könnte man gut hier hinstellen. Die Bäckerei dann hier dazwischen. Weil wir ja auch alles zu den Minen rüberschleppen müssen. Macht das keinen Sinn, zum Beispiel hier oben jetzt weiter das alles zu bauen, ne? So, das auf dem Metzgerei brauchen wir natürlich auch noch. Die kann man dann noch hier hinsetzen. So, das ist doch gut. Soweit. Ja. Ich will meine Siedlung permanent expandieren lassen, das heißt, wir müssen noch ein paar weitere Türme auch bauen. Man kann nie genug Platz haben. Meiner Meinung nach. Na gut, das macht einen schon ein bisschen angreifbarer, weil die Schwertkämpfer dann ja nicht mehr als Gruppe kämpfen können, sondern nur noch alleine immer im Turm kämpfen können.
So, aber das sieht wunderbar aus. Die Planierer sind alle beschäftigt. Es ist zwar nicht überall gerade alles perfekt im Gange, aber es läuft. Es läuft so langsam an. Ach, das hier sind Steine, ne? Na gut, aber Steine haben wir ja sowieso eigentlich genug. Den Stein jetzt könnte ich wahrscheinlich sogar noch teilweise eventuell hier hochschicken, dass er das noch abbaut, wenn es hier unten ein bisschen knapper wird. Aber normalerweise müssten die Ressourcen locker alle reichen. Ja, man merkt, wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Planierer. Es stopft sich alles daran, dass die Sachen hier so extrem planiert werden müssen. Na gut. Was wird hier schon gebaut? Die Mühle wird schon mal fertig gehämmert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, bauen wir das mal ein bisschen rüber, so das Fältchen. Ach ja, ach ja, ach ja. Eigentlich könnte man jetzt schon halbwegs sinnvoll auch mit dem Minenbau anfangen, meiner Meinung nach. Aber okay, wir gehen nach dem Tutorial-Anweisung immer noch vor, so ein bisschen geleitet zumindest. So, aber jetzt wird tatsächlich alles so Stück für Stück auch mal fertig gebaut. Mühle ist schon fertig, Bäckerei wird fertig gebaut. Die zweite Getreidefarm wird gleich schon gebaut, wunderbar. Die Schafzucht ist auch gut im Bau. Es wird. Die Rohstoffe fließen auch jetzt gerade überall hin, wo sie gebraucht werden. Aber man sieht hier so, die Bauwirtschaftsrohstoffe werden jetzt schon ganz schnell weniger am Anfang. Also die Bauwirtschaftsrohstoffe vom Anfang, so muss ich sagen. Insbesondere Holz. Wie viel Holz haben wir noch in der Siedlung? Auch immer noch 35 Bretter übrig, okay. Also es sind die Dinger, die immer irgendwo rumliegen. Ob die jetzt hier schon teilweise an den Gebäuden rumliegen zum Abbau, weiß ich jetzt nicht. Aber mir fehlen anscheinend gerade ein paar Bauarbeiter. So, der ist auch fertig. Wunderbar. Ja, Wasserwerk ist auf jeden Fall gut versorgt, hat schon noch genug Wasser momentan. Noch so gerade eben.
Wasserwerk kann übrigens das Wasser nur aus Flüssen nehmen, nicht aus dem Meer. Das ist meiner Meinung nach richtig schön realistisch. Während die Fischerhütte halt auch wirklich auch manchmal im Fluss Fische finden kann. Können wir mal kurz gucken, ob wir hier im Fluss irgendwie Fische sehen. Es gibt nämlich auch Flüsse mit Fischen. Okay, der Fluss hier ist aber jetzt kein fischtragender Fluss. Na gut, soll es aber ja auch geben. So, Fischhütte ist fertig. Jetzt muss nur noch hier die Metzgerei fertig gebaut werden. Und da sitzt ja auch ein Bauarbeiter dran. Und gibt sich die beste Mühe. Na, wie schaut es mit landflächenmäßig aus so? Ich habe 24% der Karte, mein Gegner hat nur 12% der Karte. So, jetzt können wir die Geologen schon wieder losschicken. Die ersten Schilder fangen an zu verschwinden. Das hat länger gebraucht, als ich eigentlich gerne es gewollt hätte. Das ist ein bisschen blöd. Suchen Sie nun nach Rohstoffvorkommen. Bauen Sie die entsprechende Mine und schmelzen. So, zwei Kohleminen. Eisenmine. Ja. Kann ich am Svenner am sinnvollsten hier so hinstellen, wenn überhaupt. Oder, Moment mal, hier so gerade hin. Eine Goldmine. Goldmine. Und natürlich dann die Schmelzen. So, Schmelzen kommen hier hin. Zack, zack. Gut, das sieht gut aus, weil schon wieder ein ganzer Teil der Rohstoffe auch jetzt sofort unterwegs ist. Das heißt, keine Planierer. Na gut, die Minen auf dem Berg müssen ja sowieso nicht planiert werden. Und die Planierer können die losziehen, planieren schon mal die beiden Schmelzen. Das ist perfekt. Aber tatsächlich hier, wenn wir hier gucken, freiliegendes Holz sind es nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bretter liegen nur noch hier so frei. Der Rest muss jetzt schon von unserem Sägewerk kommen. Jetzt merkt man so langsam, wie wichtig tatsächlich die Bauwirtschaft ist. Und dass das Sägewerk eigentlich nicht ganz mitkommt, oder? Beziehungsweise die nicht genug Holzfäller und so haben, ne? Um alles zu bauen, was wir bauen wollten oder gerne bauen würden. So, Minen sind schon fast alle fertig. Das ist doch wunderbar. Werden sie auch schon mit Fleisch versorgt? Ich hoffe doch. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wieder ziemlich wenig Siedler übrig sind. Na, geht eigentlich, aber die Vorkommen an Notwendigkeiten des Rohstofftransports sind auch mittlerweile gut gestiegen. Ich glaube, ich baue mal hier jetzt gleich noch ein großes Wohnhaus oder so irgendwo hin. Ja, obwohl, ich warte erst noch. Dann machen wir schon mal Folgendes, so. Einmal kurz gucken, wo der Feind ist. Ich habe das nämlich überhaupt nicht mehr im Kopf.
Also ich bin mir schon fast sicher, dass die aktuellen Siedler, die ich habe, nicht ausreichen für die ganze Wirtschaftsversorgung. Na gut, erstellen Sie jetzt die Gebäude, um Soldaten rekrutieren zu können. Außerdem sollten Sie Ihre Mana-Produktion in Gang bringen. Mhm. Waffenschmiede, Werkzeugschmiede. Eine Kaserne. Winzer. Machen wir hier schon mal den Bereich, den sie anbauen sollen später. So. Einen kleinen Tempel irgendwo noch. Oder haben wir schon wieder keinen Platz mehr? Ah, wir haben keinen Platz für einen kleinen Tempel gerade. Okay. Dann bauen wir hier noch einen kleinen Turm hin, damit wir uns weiter ausbreiten können. So. Dann bauen wir mal hier noch ein großes Wohnhaus. Das muss priorisiert gebaut werden. Dass nirgendwo ein kleiner Tempel hinpasst, das kann doch nicht angehen. Na bitte geht doch, hier passt er doch hin. So, jetzt müssen wir nur noch den Gegner finden. Ja, und schon fehlt uns das Holz, weil ich die Holzwirtschaft dann doch nicht so umfangreich ausgebaut habe, wie wir es eigentlich nötig gehabt hätten. Verdammt. Aber gut, immerhin die Waffenschmiede, die wird noch rechtzeitig fertig. Das heißt, wir können da zumindest schon mal anfangen, ein paar Waffen herzustellen. Alles andere kann ja so Stück für Stück kommen. Wir haben hier die Priorität erhöht. Klicken Sie hier, um die Baustelle eine höhere Priorität zuzuweisen. Die Planiererträger und Bauarbeiter werden dafür sorgen, dass dieses Gebäude möglichst schnell fertiggestellt wird. Das heißt, dass sie zum Beispiel auch knappen Ressourcen bevorzugt an das Gebäude gesandt werden und so. Unsere Gegner sind also Wikinger. Und befinden sich hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Schauen wir uns mal ein bisschen im Dorf um. Huch, das sind Soldaten, verdammt. Okay, der hat uns schon entdeckt. Gut, gut. Was passiert eigentlich, wenn wir versuchen, den Schwein zu stehlen? Hm. Na gut. Klappt eh nicht. Hauptsache, die Werkzeugschmiede ist ja schon mal fertig. Wer Ironie findet, darf sie behalten. So. Ja, man merkt, es ist auf jeden Fall alles jetzt aktuell ganz lahmarschig unterwegs, weil wir einfach kein Holz haben.
oder zumindest ein paar Holzproblemchen haben. Und dazu noch ein paar nicht freie Siedler, die hier den Warentransport im Gang halten. Deshalb baue ich ja das große Wohnhaus, was uns dann noch 50 weitere Siedler gibt. Ich glaube, ich spule einfach mal nochmal 5 Minuten vor. Moment. 3, 4 und 5. So. Ja, unser großes Wohnhaus ist fertig. Und man sieht, wie wenig Siedler nur noch davor stehen. Alle anderen sind hier schon in die Warenkreisläufe mit eingebunden. Und sind hier am Hin- und Herschleppen von den Waren und so. Man sieht ja hier auch, wie die Spiele und die Schmelzen und so extrem am Arbeiten sind. Man sieht auch weiterhin, dass immer noch Holzmangel herrscht. Aber wir haben weder Baumstamm noch einen Baumstammüberschuss noch irgendetwas anderes. Also müssten wir hier bezüglich Holz einmal alles erweitern. Zack. Zack. Ich verdopple mal einfach unsere Holzproduktion. Und erhöhen mal die Prioritäten für die Holzgebäude. Bevor wir jetzt mal wieder einen 5-Minuten-Sprung machen. 3, 4, 5. So. Okay, wir haben gerade keine. Entweder haben wir keinen Axt übrig, doch wir haben noch Äxte übrig. Der war nur auf dem Weg. Der Holzfäller ist hier nur auf dem Weg. So. Damit unsere Holzprobleme jetzt auch mal vergessen sind. Mit 2 Sägewerken und doppelt so vielen Holzfällerhütten dürfte es eigentlich ein kleineres Problem mittlerweile werden. So. Ich habe immer eigentlich, in meinen Siedlungen habe ich eigentlich immer Holzprobleme, nie wirklich Steinprobleme, sondern eigentlich immer nur Holzprobleme. Also das ist irgendwie so ein typisch chronisches Problem von mir. Immerhin, unsere Kaserne ist schon mal fertig. Was ich immer gerne mache in der Kaserne, ist einmal eine Endlosproduktion von Schwertkämpfer Level 1 und eine Endlosproduktion von Bogenschützen Level 2. So. Bilden Sie nun Soldaten aus. Um diese zu motivieren, stellen Sie außerdem auch einige Zielobjekte auf. Außerdem wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, einen großen Tempel zu bauen. Zielobjekte, großer Tempel, mindestens 30 Schwertkämpfer und 20 Bogenschützen Level 1. Huch. Naja. Wird auch so funktionieren irgendwie. So, wo kann ich noch ein großes Wohnhaus hinstellen? Wir brauchen nämlich noch ein paar mehr Siedler dann auf jeden Fall. Na, aber müssen wir es hier oben hinstellen. Einen großen Tempel brauchen wir auch. Da haben wir schon wieder keinen Platz für. Okay. Kleiner Turm. Dorthin. Wir müssen ja irgendwie Platz schaffen. Zielobjekte, großer Tempel. Ja, Zielobjekte. Ja, was kann man denn da ganz billiges bauen, was am besten kein Holz braucht. Standarte. Vasen. Bauen wir ein paar Vasen hin. 1. 2.
3. 4. Ja, machen wir 5 Vasen so. Ja, wird seinen Zweck erfüllen. Na gut, ändern wir das mal eben oben zu den Bogenschützen Level 1. Was ich immer gut finde, die Werkzeugschmiede arbeitet immer nur auf Auftrag. Mag sich jetzt erstmal schlecht anhören, ist aber tatsächlich gut, weil es ressourcenschonend ist. Ja, die Waffenschmiede halt automatisch arbeitet, was ebenfalls wichtig ist, denn falls man mal vergisst, kannst der Waffenschmiede neue Aufträge zu geben, dann arbeitet die halt einfach weiter. So viel dazu, dass wir genug Stein haben. Stein mangelt nämlich jetzt auch gerade schon so ein bisschen. Aber ich habe alles unter Kontrolle, wie immer. Ihr kennt mich ja. Na, 10 zu 5 fehlt noch ein bisschen was, ne? Ein bisschen mehr brauchen wir noch. Ein ganz kleines bisschen fehlt uns da noch. So, gucken wir, können wir hier jetzt einen großen Tempel hinstellen? Natürlich nicht. Müssen wir also noch einen kleinen Turm bauen. Ah, Platzmangel. Uff, die Ressourcenmangel. Schon schlimm. Was ich jetzt gerne hätte, wäre vielleicht noch eine zweite Waffenschmiede, um ein bisschen schneller an ein paar Waffen zu kommen, aber naja. Man kann eigentlich die Abläufe in der Siedlung eigentlich immer optimieren. Immer. Und das finde ich eigentlich auch das Coole an Siedler 4. Also man hat wirklich immer zu tun. Immer. Und das ist halt einfach etwas, was auch fasziniert. An diesem Spiel. Es gibt glaube ich, keine perfekte Siedlung, oder ich habe es noch nicht herausgefunden, wie die perfekte Siedlung aussieht. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt ist gleich unser nächstes großes Wohnhaus fertig.
So langsam kriegen wir hier ein paar Soldaten zusammen. Und hoffentlich können wir bald auch mal unseren großen Tempel bauen. Ich versuche mal, ob ich hier oben vielleicht ein bisschen Platz finde für einen großen Tempel. Es kann aber doch nicht sein, dass wir nirgendwo Platz haben für einen großen Tempel. Aber hier können wir ihn jetzt hinstellen, jetzt wo die Steine da alle weg sind. Ja, machen wir das so. Das hier oben schmeiße ich mal weg. Bombe, bumm. So. Haben wir hier eine hohe Priorität auf den Tempel. Ich will den jetzt auch mal fertig kriegen irgendwann. Hier sind unsere ganzen Vasen. Eine Vase ist sogar noch im Bau. Okay. Ah, wie uns jetzt die Steine fehlen. Das ist doch nervig. Ich mich gerade frage, wieso kriegen wir momentan keine Schwertkämpfer Level 1 groß? Ich meine, wir haben hier noch genug Schwerter rumliegen. Ha. Huh. Jetzt haben wir wieder einen Schwertkämpfer nochmal bekommen. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. So, jetzt haben wir Holz, haben wir jetzt rein theoretisch genug. Ah, das ist doch geil. So, machen wir nochmal hier 5 Minuten vorspulen. So. Greifen Sie nun mit Ihrer Armee den Gegner an und zerstören Sie alle Türme des Gegners. Ich glaube, bei einer Endlosproduktion wird automatisch einfach immer ein Wechsel gemacht. Na gut, dann muss ich anders machen. Machen wir davon 10 und davon 20. So. So, meine Armee ist bereit. Los geht's. So, jetzt werden wir mal sehen, wie gut wir tatsächlich kämpfen können. Beziehungsweise könnt ihr sehen, wie gut ich tatsächlich bin, was militärisches Geschick und sowas angeht. So, auf geht's ins gegnerische Lager. Machen wir die Wikinger fertig. Schlimm ist halt, die Schwertkämpfer bewegen sich schneller als die Bogenschützen. Hat halt seine Vor- und seine Nachteile. Vorteile sind halt vor allem darin, dass die Schwertkämpfer auf jeden Fall in den meisten Fällen immer vorne sein werden. Nachteile sind auch ziemlich eindeutig, will ich mal behaupten. So, jetzt erobern wir hier die gegnerische Siedlung. Die einzigen, die übrigens die Türme erobern können, sind nur Schwertkämpfer. Sollte man vielleicht auch wissen, dass man eigentlich einen großen Überschuss an Schwertkämpfern dabei haben sollte. Und gar nicht so viele Bogenschützen braucht, außer um gegnerische Truppen zu vernichten. Bogenschützen eignen sich ansonsten nur gut zur Verteidigung. Meiner Meinung nach.
So, dort geht's weiter. So, wir haben uns mal eben unsere Einheiten hier ein bisschen gestärkt mit dem Schutzschild, ne? Oh, reichen die Schwertkämpfer wohl? So, aber das hier ist halt dieser Effekt, den ich, glaube ich, in dem letzten Tutorial schon erklärt habe. In der letzten Folge. Hier der Effekt von wegen, man weiß immer genau, wo der nächste Turm sich befindet, weil man immer die nächste gegnerische Grenze sieht. Man kann ja nur Turm an immer innerhalb seiner eigenen Grenzen bauen. Puh, das wird knapp. Wir haben nur noch 6 Schwertkämpfer übrig. 5. Drei Schwertkämpfer sind noch übrig. Ah, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das 11. Tutorial erfolgreich absolviert. Ja, natürlich haben wir das. So, und jetzt machen wir nochmal ganz schnell das 12. Tutorial hinterher, das dauert nicht lange. Und das kriegen wir noch in diese Folge auf jeden Fall mit rein. Herzlich willkommen zum 12. und zum letzten Tutorial. Diese Mission befasst sich mit einem merkwürdigen Phänomen. Sie sehen im Osten Ihrer Siedlung einen verdorrten Landstrich. Dies ist dunkles Land. Auf diesem Gebiet können Sie keine Gebäude errichten oder Rohstoffe abbauen. Ihr Holzfäller kann keine Bäume mehr abbauen, da er vom dunklen Land umgeben ist. Auch die Bäume sind hier nicht mehr nutzbar. Nur ein guter Gärtner kann hier helfen. 10 Gärtner sollen wir ausbilden. Boah. Das verdörrte Land, das dunkle Land. Markieren Sie die Gärtner und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das dunkle Land. Sobald die Gärtner dort angekommen sind, werden sie mit der Rekultivierung beginnen. Geben Sie Ihren Gärtner den Auftrag, das dunkle Land zu rekultivieren. Schauen wir uns mal an, wie die Gärtner arbeiten. Wie Sie sehen, wandeln Ihre Gärtner nun das dunkle Land wieder in fruchtbares um. Schauen wir Ihnen ein wenig bei der Arbeit zu. Da quetschen diese scheußlichen Pilze, die das dunkle Land nähren. Diese Seen werden auch die Bäume und die Steinbrüche wieder umgewandelt. Lassen Sie auch Ihren Holzfäller wieder freischaufeln. Alles zu seiner Zeit. Aus dem Dunkeln befinden sich auch manchmal mysteriöse Pilze, die erst von den Gärtnern zerschlagen werden. Schauen Sie zu, bis die Sägemühle wieder mit Baumstämmen beliefert wird. Ja, das dunkle Land, damit werden wir noch eine Menge Spaß haben in den Kampagnen. Das kann ich euch versprechen. So, die Sägemühle dürfte gleich wieder beliefert werden, wenn das so weitergeht. Ich lasse mal einen hier komplett noch das dunkle Land rund um die Steine da wegmachen.
Aber jetzt wissen wir, wie wir auch das dunkle Land bekämpfen können. Damit haben sie alle Tutorials erfolgreich gemeistert. Sie verfügen über genug Wissen, um das dunkle Volk zu bekämpfen. Beschützen sie die Welt der Siedler. Ja denn, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt über die Tutorials. Ich werde jetzt in der kommenden Folge wohl, ich sag mal, eine kleine freie Mission nehmen und euch mal ganz kleines bisschen noch die Trojaner einführen. Dann werden wir eine Mission mit den Trojanern machen. Beziehungsweise, was heißt eine Mission? Ein Gemetzelspiel. Und danach machen wir uns an die Kampagne. Ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.